Es gibt gefühlt kein anderes Thema als den FC Barcelona, als Griezmann, als Messi zurzeit. Und jetzt ist eine neue Neuigkeit, ein neues Gerücht nach oben gespült worden. Von der Rai Sport wurde Folgendes in die Welt gesetzt. Und zwar soll tatsächlich Griezmann darüber nachdenken, beziehungsweise Juventus Interesse daran haben, ihn zu holen. Und damit würde Griezmann quasi vor Messi fliehen, zu Ronaldo hin. Denn Juventus soll bieten, das ist schon länger bekannt, Adrien Rabiot und Douglas Costa, also quasi ein Tausch. Nur das Komische ist, Juve und Barca haben sowieso schon gerade getauscht, und zwar Pjanic gegen Arthur. Zwar sind noch ein paar Millionen geflossen, so ungefähr ja, 12 Millionen, glaube ich, gingen noch zusätzlich an Barca, aber ganz viele Leute haben diesen Transfer übrigens kritisiert. Ganz viele haben gesagt, ey, ist nicht cool aus Barcas Sicht. Juve hat einen riesen Vorteil. Sie holen einen relativ jungen Spieler, 23 Jahre alt Arthur, gegen einen 30-jährigen Pjanic, der zwar sehr stark ist, aber eben wie gesagt schon auch nicht mehr der Jüngste. So. Und der neue Tausch wäre ja quasi Adrien Rabiot mit 25 Jahren und Douglas Costa gegen einen 29-jährigen Griezmann. Das wiederum wäre eigentlich ganz gut. Das wäre nicht schlecht für Barca, meiner Meinung nach. Ich glaube, mit Rabiot im zentralen Mittelfeld könnten sie was anfangen und mit Douglas Costa auch. Na klar, ist er jetzt, hat das dann schwierig gegen einen Dembélé zum Beispiel, wenn der fit wäre, einen Ansu Fati, ob der Douglas Costa erste Wahl wäre, weiß ich nicht. Und er ist auch kein Neymar, wie ihn sich Messi wünscht. Aber für Barcelona wäre es vielleicht eine ganz gute Chance, quasi ja, diesen Streit mit Griezmann, mit Messi zu entschärfen, indem sie ihn einfach verkaufen oder eben tauschen. Aber da, liebe Freunde, müssen wir natürlich noch ein bisschen abwarten, ob es wirklich dazu kommt. Denn da muss ja auch Griezmann erstmal mitspielen. Da müssen die beiden Vereine mitspielen und eben Griezmann und auch alle beteiligten Spieler. Und sind in diesem Fall ja drei. Ja, müssen wir natürlich ein bisschen abwarten, ob es dazu kommt. Dann würde er zusammen mit Cristiano Ronaldo spielen. Den kennt ihr ja noch gut aus Spanien. Ja, da hat ja Ronaldo in der Liga öfter gegen Griezmann gespielt bei Atletico, Ronaldo bei Real. Oder auch, ja, kennt ihn Griezmann auch noch sehr gut aus der Champions League, wo Ronaldo Atletico im Alleingang rausgehauen hat. Also die beiden kennen sich gut und ich glaube, Ronaldo hat schon das ein oder andere Mal die Träume von Griezmann im Fußball beendet mit seinen Toren. Aber die beiden zusammen könnte eine Wucht sein. Wie stellt ihr euch das vor? Ronaldo, Griezmann und Dybala, würde es funktionieren? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bin mir nicht so sicher, ob das funktionieren würde. Eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Eure Meinung in die Kommentare. Klickt jetzt in die Mitte, um herauszufinden, welcher Spieler als einziger nicht klatschte für den FC Liverpool von Manchester City. Welcher Spieler war es? Klickt in die Mitte, findet es heraus. Wir sind später wieder und denkt, hatte den Ball richtig flach.